und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute von Sam seinen Truck-Brand Skin-Paket für Trailer und für den Krone-Trailer und für die LKWs. Ich will euch das jetzt hier mal kurz zeigen, damit ihr wisst, was da genau geht. Ich zeige es euch jetzt am besten mal erstmal bei dem LKWs am besten. Das ist am einfachsten zu zeigen. Und da sind wir mal beim Volvo Clubetrotter. Der hat dann auch einen passenden Skin dabei. Passt mal auf, wo ist er dann versteckt? Da ist er. Zack. Und der sieht dann so aus: Volvo Dynamic Steering. Und was dann ganz gut ist, ihr müsst dann hier, wenn dann alles auf lackiert machen, dann sieht es dann dementsprechend auch sehr, sehr fresh aus. Ne? Also kein Plaste, sondern voll lackiert. Lackiert und LED, genau. Hier dann natürlich auch lackiert. Nee, das ist nochmal lackiert. Ne? So machen. Und hier oben auch lackiert. Dass es dann alles sehr, sehr, sehr stimmig ist. Hier. Oh, hier haben wir noch was lackiert. Das ist nochmal so am Rande. Und dazu gibt es dann für jeden LKW den passenden Krone-Trailer-Skin. Dazu kommen wir dann noch gleich. Ich habe auch schon was vorbereitet. Ich habe nämlich einen MAN ausgesucht, weil ich mich den richtig schön finde. Schauen wir uns noch schnell den Range T an. Da ist nämlich auch ein Skin mit dabei. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. Da ist er. Renault Trucks. Steht auch Renault drauf. Die High-Variante. Den gibt es auch dann für den Sleeper meines Wissens. Ne? Sleeper, Sleeper, Sleeper. Wo ist er denn? Oder? Nee. Oder? Oh, nee, nur für den High Sleeper. Entschuldigung. Nur für den High Sleeper. Dann haben wir für den Scania R. Ich weiß persönlich, das ist der Scania R. Ich weiß nicht, ob es der ist. Schauen wir gleich mal. Oder ob es der neue ist. Ich schätze mal, es wird der neue sein. Ja. Nee. Ja, das ist der neue. Ja, da steht es nicht mit dabei. Steht nur Scania R da. Aus Team Workshop. Dann ist es hier in dem Fall der hier. Muss mal gucken. Jetzt wissen wir Bescheid. Da ist er. Auch sehr, sehr, sehr toller Skin. Gefällt mir sehr gut. Passt mal auf, da machen wir hier alles in lackiert. Hier auch noch alles in lackiert. Dann sind sie schon richtig. Oh, Moment. Wo waren die Zierleisten? Lackiert. Alles lackiert, lackiert, lackiert. Und dann sieht es schon richtig gut aus, finde ich. Was auch sehr toll ist, hier auch an den Spiegeln hier mit diesem Scania-Greif. Sieht sehr, sehr toll aus. Ja. Toll, oder? Also sehr, sehr, sehr tolle, coole Arbeit hier wieder, ne? Von Sam. Der macht echt gute Skin-Sachen. Kann sagen, was du willst. Also da kann ich das euch nur ans Herz legen. Warte mal, hier auch nochmal lackiert machen. Check. Dann sieht man das noch besser. Toll. Also sehr tolles Skin-Paket. Mir persönlich gefällt der MAN am besten, aber dazu kommen wir dann noch gleich. Dann haben wir noch den Actros, den MP4, wo ist er versteckt? Da ist er. So, passt mal auf, kann man sich den auch noch anschauen. Da ist er. Blub. Da habt dann hier praktisch auch die ganzen Mercedes Sterne in dem Fall. Sind komplett über den kompletten LKW verteilt. Kann man mal machen. Sieht auch ganz witzig aus. Ist eh schon alles lackiert. Ja, alles lackiert. Außer die Spiegel noch lackiert. Da sind dann auch die ganzen Sterne drauf, ne? Also da sind wir zu Mercedes. Die ist jetzt vielleicht nicht so mein Fall, aber ist ja egal. Die Geschmäcker sind ja verschieden, ne? Ganz klar. Dann haben wir noch den DAF und den Iveco. Den DAF und den Iveco, aber nur den Euro 6. Logisch. Passt mal auf, da haben wir nämlich auch noch einen Skin dazu. Den MAN machen wir dann outside. Das ist jetzt hier praktisch der MAN, der DAF Euro 6. So ein Camouflage-Style. Und der Trailer passt dann auch recht gut dazu. Und dann haben wir noch, was haben wir gesagt? Den Iveco Highway, ne? Ne, was haben wir denn? Iveco Highway. Genau, da ist er. Iveco Highway. Check. Den Skin finde ich auch richtig, richtig gut. Ich weiß, ihr seid jetzt nicht so die Iveco-Fans, aber ich finde ihn richtig klasse. Kannst sagen, was du willst. Ne? Den Skin hier sieht doch gut aus. Und jetzt kann man noch But Last Not Least. Nämlich zum MAN und den habe ich ja schon vorbereitet. Da ist er schon versteckt. Hier ist auch der passende Trailer schon mit dazu. Und hier sieht man es auch sehr schön. Ne? Also sehr toller Skin hier beim MAN mit den Löwen hier drauf. Auch vorne alles sehr toll, toll, toll gemacht. Ne? Auch die Trailer hier sind. Machen wir mal mit der Flycam. Da kann ich es euch am besten mal kurz. Oder mit der Flycam ganz kurz. Sieht man es doch sehr schön hier. MAN. Sehr toll, oder? Ist auch sehr stimmig. Das ist wie beim DAF mit dem Camouflage, dass dieser Streifen in einem ist. Das sieht echt sehr, sehr, sehr toll aus.
kann ich wirklich nur ans Herz legen. Ihr habt dann hier noch, pass auf, in der Garage, in der Werkstatt will ich euch das anhand der Auflieger nochmal zeigen, welche Skins dahinterlegt sind. Hier sind wir. Hier sind die ganzen Skins praktisch. Das ist praktisch der vom DAF. Na, sieht dann so aus. Der Streifen geht dann im LKW über. Dann hier der von Iveco. Dann haben wir noch MN, ist klar, haben wir gerade gesehen. Dann Mercedes mit ganz vielen Sternen. Dann den Renault, den finde ich auch ganz schick. Und dann hier noch den Scania. Passt natürlich, wie schon gesagt, nur beim Krone DLC. Ne? Ah ja, Volvo habe ich vergessen. Entschuldigung. Da ist noch Volvo mit dabei. Also sehr, sehr tolles Skin-Paket. Kann ich euch nur ans Herz legen. Über den Steam Workshop runterladen. Und einfach mal eine Runde damit cruisen. Ich finde es einfach nur mega. So. Klasse Paket hier. Sieht richtig schick aus. Und mir gefällt der MAN am besten. Kannst sagen, was du willst. Aber der Skin, der haut es richtig raus. Finde ich richtig gut hier mit diesem Dunkelrot, Schwarz, Grau. Die Kombination macht es einfach. Gut, mehr gibt hier nicht hinzuzufügen. Habt ihr noch Fragen, dann dürft ihr das gerne machen. Einfach kommentieren, ansonsten im Steam Workshop kommentieren. Lasst einen Daumen da dafür. Und dann würde ich sagen, viel Spaß damit. Und wie immer, allzu gute Fahrt, macht's gut, bis bald und ciao.